Dr. Cornelius Stahl Mörderische Abgründe von Mark Freund Musik Produziert von Rögelsnapp Buch und Hörbuchverlag Sprecher Dag von Rögelsnapp Fall 10, Nacht der Nerze. Ich bin mir sicher, dass es ein unvergesslicher Abend für Sie wird, sagte Henrik Bessmer mit Überzeugung. Der Rothaarige schaltete einen Gang höher und jagte den schweren Jaguar über die Landstraße. Dr. Cornelius Stahl schürzte abschätzend die Lippen. Das will ich hoffen. Das letzte Mal, als wir eine Veranstaltung von Professor Brahm besuchen wollten, hat uns der Wagen einen Strich durch die Rechnung gemacht? Stahls Assistent lachte laut auf. Ja, das kann uns dieses Mal nicht passieren. Er ist gerade frisch von der Inspektion zurück. Das will nichts heißen, antwortete Stahl bärbeißig. Meine Erfahrung sagt, dass ein Defekt am Wagen immer gerade dann auftritt, wenn der Werkstattleiter sagt, es wäre alles in bester Ordnung. Bessmer stutzte. So habe ich das noch nie gesehen. Manchmal glaube ich, dieser verlogene Hund macht das absichtlich, fuhr Stahl fort. Bessmer kannte seinen Chef lange genug, um zu wissen, dass es besser war, eine kurze Redepause einzulegen. Seine Hand tastete sich unauffällig zum Knopf des Autoradios vor. Das Höllending bleibt aus, rief Stahl unvermittelt, so daß der Rothaarige auf dem Fahrersitz zusammenzuckte. »Glauben Sie, ich wüsste nicht, dass Sie absichtlich die Sender so programmiert haben, dass wir überall nur diese leidigen Oldie-Kanäle empfangen?« Bessmer tat unschuldig. »Es gibt sehr schöne Oldies,« versuchte er zu erklären. »Ja,« brummte Stahl, »und es gibt auch jede Menge Mist, mit dem man uns schon vor dreißig Jahren gequält hat. Meinen Sie, ich höre mir das alles noch einmal an?« Bessmers Hand zuckte vom Knopf zurück. In dem Moment, als beide Männer auf das umstrittene Radio starrten, passierte es. Der Jaguar erfasste einen Gegenstand auf der Straße und setzte sich mit einem dumpfen Poltern über ihn hinweg. »Was war denn das schon wieder?« stieß Stahl fluchend hervor. Bessmer war auf das Bremspedal getreten und starrte in den Rückspiegel. »Ich habe keine Ahnung«, gestand er. »Da muss etwas auf der Straße gelegen haben, ein kleiner Ast vielleicht.« »Ausflüchte!« Brummte Stahl und gab seinem Assistenten ein Zeichen, weiterzufahren. Doch dazu kam es nicht mehr. Irgendetwas prallte auf das Wagendach und sprang aus dem Lichtkegel der Scheinwerfer zurück in die Dunkelheit. Was zum Teufel? setzte Bessmer an und riss ungläubig die Augen auf, als ein kleines Tier, wie aus dem Nichts, auf die Motorhaube sprang, dort für einen kurzen Augenblick sitzen blieb und ihn für einen Moment mit unergründlichem Blick fixierte. Er streckte sein spitzes Kinn vor, die Nase zitterte leicht, so als würde es die Wageninsassen wittern. Im nächsten Moment bäumte es sich auf und sprang fort. Noch ehe jemand etwas sagen konnte, schien es, als würde die einsame Straße um sie herum zu kochen beginnen. Der Asphalt war mit einem Mal voll von kleinen huschenden Körpern, die sich beeilten, auf die andere Seite zu gelangen. Dabei nahmen die meisten keine Rücksicht darauf, dass ein Wagen auf der Fahrbahn stand. Hunderte von schwarzen Pelztieren zogen in rascher Folge an ihn vorbei, so als ob sie einem geheimnisvollen Ruf folgten. Einige der Tiere verweilten tatsächlich auf der noch warmen Motorhaube des Jaguars und starrten aus dunklen Augen durch die Windschutzscheibe, bevor sie ihren Kameraden in das angrenzende Waldgebiet folgten. Besma? fragte Stahl ruhig. Der Angestellte reagierte nicht sofort. Er saß wie angewurzelt auf seinem Sitz und starrte in die Richtung, in die die Tiere verschwanden. Es bedurfte einer weiteren Ansprache Stahls, um dem Rothaarigen ein abwesendes Hm zu entlocken? Würden Sie mir wohl freundlicherweise erklären, wo zum Teufel Sie mich hingefahren haben? Fauchte Stahl. Der Rothaarige löste seinen Blick vom nicht enden wollenden Strom der Pelztiere und schüttelte den Kopf. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, presste er hervor. Seine rechte Hand schaltete mechanisch das Warnblinklicht ein. Stahl beobachtete ihn dabei. Wollen Sie jetzt vielleicht auch noch hupen? Bessmer räusperte sich. Minks, sagte er knapp. Stahl sah ihn irritiert an. Was? Das sind Minks, erklärte der Rothaarige. Nerze, fügte er nach einer Weile erklärend hinzu. Stahl lachte humorlos. »Ach ja«, sagte er, »dann ist das hier so etwas wie eine Krötenwanderung, ja? So was hört man ja oft, vielleicht ist ja auch ein kleiner Wanderzirkus in der Nähe. Was meinen Sie?« »Die Frage ist wohl eher, was wir jetzt tun sollen«, antwortete der Assistent. »Na, zunächst mal herausfinden, was die Tiere hier durch die Gegend treibt. Vielleicht stoßen wir noch auf einen Grizzly?« Stahls Hand griff nach dem Türöffner. »Sind Sie wahnsinnig?« schrie Bessmer auf. Sie können da doch jetzt nicht rausgehen! Warum nicht? gab Stahl verwundert zurück. Ich mag diese pelzigen Gesellen. Ich hatte früher welche mit einem Knopf im Ohr. Das sind Raubtiere, versuchte Bessmer zu erklären. Und sie können auch Menschen anfallen, gerade wenn sie in Not oder auf der Flucht sind. Schön, antwortete Stahl. Und was schlagen Sie stattdessen vor? Zumindest abzuwarten, bis der Strom vorbeigezogen ist. Das kann ja nicht lange dauern. Stahl entspannte sich und ließ sich in den Beifahrersitz zurückfallen. Wecken Sie mich am besten, wenn es soweit ist, und vergessen Sie nicht, mich zu erinnern, dass ich Ihnen die Eintrittskarten für Professor Brahm morgen früh zum Frühstück serviere. Ich glaube, so lange werden wir nicht warten müssen, lautete die Antwort. Bessmer deutete nach draußen. Sehen Sie, es werden schon weniger. Stahl deutete durch die Windschutzscheibe. Fahren Sie den Wagen da vorne an den Wegrand und dann kommen Sie nach. Damit stieg er aus und beobachtete, wie sein Assistent seine Weisung befolgte. Im dritten Abendanzug wirkten die beiden Männer deplaziert, als sie sich über die Straße bewegten. Als sie ein Stück weit gegangen waren, hielt Stahl plötzlich inne. Hören Sie das? Bessmer blieb ebenfalls stehen und reckte den Kopf. Ja, sagte er. Da sind Stimmen. Da hinten muss irgendetwas los sein. Sehen Sie, da drüben ist auch Licht. Dann sollten wir uns die Sache mal ansehen, antwortete Stahl, verließ den Straßenrand und stapfte geradewegs auf einen Acker. Aber das ist doch ein Rübenfeld, stellte Bessmer missmutig fest, als seine blank gewienerten Schuhe das erste Mal in der feuchten Erde versanken. Sehr clever kombiniert, Bessmer, erwiderte Stahl, der seinen Assistenten bereits einige Meter voraus war wenige minuten später gelangten sie an einen hohen maschendrahtzaun das gelände dahinter war hell erleuchtet mehrere bauscheinwerfer warfen gleißendes licht auf eine aneinanderreihung von mehreren bungalowartigen gebäuden menschen liefen scheinbar planlos hin und her und riefen durcheinander ich weiß nicht ob das so eine gute idee ist sagte Bessmer, als er erkannte, dass sein Vorgesetzter nach einem Durchlass im Zaum suchte. Da ist irgendetwas im Gange, und vielleicht ist es besser, wenn wir uns da nicht mit hineinziehen lassen. Stahl tat, als höre er gar nicht zu und setzte seine Suche fort. Nur wenig später wurde er tatsächlich fündig. Hier, sehen Sie Bessmer? Hier sind Sie durch. Der Draht wurde kurzerhand durchtrennt. Sehen Sie das? Ja, sicher, ich bin ja nicht blind. Gab der andere zerknirscht zurück. Was für ein Glück, Bessmer! Ich wäre ansonsten ein ziemlicher Idiot, mich von Ihnen fahren zu lassen! Kaum der Stahl diese Worte ausgesprochen hatte, war er durch das Loch im Zaun geschlüpft und befand sich auf dem dahinterliegenden Schottergelände. Bessmer folgte ihm widerwillig. Seine gefütterte Daunenjacke blieb dabei an dem ausgefransten Loch der Zaunöffnung hängen und gab ein vielsagendes, erreißendes Geräusch von sich. Der rothaarige fluchte und riss sich los. Wenig später stand er neben Stahl und beobachtete das Geschehen. Die Tür eines der Gebäude stand offen. Ein Mann stand mit einer Kamera davor und machte Fotos. Dürfen wir fragen, was hier los ist? fragte Stahl, nachdem er dem anderen von hinten auf die Schulter getippt hatte. Der Mann, ein hochgewachsener Typ mit schütternem blonden Haar, zuckte heftig zusammen und fuhr auf der Stelle herum. Doch nach einem kurzen Blick auf Stahl und Bessmer entspannten sich seine Züge sofort wieder. Sie sind nicht von der Polizei was, versuchte er dennoch, sich abzusichern. Stahl schüttelte den Kopf. Was ist das hier für eine Veranstaltung? hakte er noch einmal nach. Der andere ließ seine Kamera sinken und deutete auf das Gebäude. Wissen Sie denn nicht, dass das hier eine Pelztierfarm ist? Stahl tauschte einen kurzen Blick mit seinem Assistenten. Dann verneinte er. Wir sind hier nur so zufällig vorbeigekommen, fügte er hinzu. So, machte der Fotograf. Dann gehören Sie zu den wenigen, die gerade Zeuge einer spektakulären Befreiungsaktion geworden sind. Stahl verstand. Endlich rundete sich das Bild ab und er gestand sich selbst ein, Beruhigter zu sein, jetzt, wo zumindest die Herkunft der Nerze geklärt zu sein schien. Wer ist dafür verantwortlich? fragte er weiter. Der andere hob die Kamera wieder an. Stahl registrierte nebenbei, dass es sich um ein hochtechnisches Gerät handelte, das gewöhnlich von Leuten genutzt wurde, die etwas von Fotografieren verstanden. Hark Stevens und seine Leute, gab der Mann zwischen zwei weiteren Aufnahmen zurück. Er ist noch da drin. Stahl folgte dem Fingerzeig des Mannes und im selben Moment tauchte eine Gestalt in der Türöffnung auf. Im ersten Moment hätte man den Fremden in seinem Schutzanzug für einen Raumfahrer halten können. Doch Stahl wurde schnell klar, dass es sich hier um eine spezielle Kleidung handelt, um sich gegen Bisse zu schützen. Kaum hatte der Mann das Freie erreicht, öffnete er den Reißverschluss des Overalls und schlüpfte heraus. Im Gefolge hatte er eine Schar von Gleichgesinnten, die sich ebenfalls nach und nach aus ihren Anzügen schälten. Hark Stevens ließ sich feiern wie ein Star. Die Rufe der versammelten Menschen wurden lauter, als er beide Hände hob und der Menge zuwinkte. Leute, er rief Stevens, um sie zu beschwichtigen. Seid doch mal ruhig! Und tatsächlich wurde schlagartig still. Sogar der blonde Fotograf hatte seine unermüdliche Tätigkeit eingestellt. Auf Stahl wirkte die Szene, als hätte ein Dompteur gerade seine Macht über eine eingeschüchterte Gruppe Löwen demonstriert. Stevens nahm eine Pose an, die deutlich machte, wie selbstsicher er war. Er trug sein langes schwarzes Haar zu einem Zopf gebunden. Sein dunkler Vollbart verlieh ihm einen leicht brutalen Ausdruck. Unter dem Overall war verwaschene Jeanskleidung zum Vorschein gekommen. An den Füßen trug er schmutzig-weiße Turnschuhe. Die Aktion war ein voller Erfolg. Tönte plötzlich seine kräftige Stimme über den Platz. Wir haben an die 20.000 Tiere befreien können. An dieser Stelle wurde seine Ansprache durch spontanen Beifall unterbrochen. Stevens hob mehrmals die Hände und brachte die Menge dadurch spontan zum Schweigen, nicht ohne jedoch den Applaus zu vorsichtig genossen zu haben. Und ich sage euch an dieser Stelle, dass dies erster Auftakt ist, zur weiteren Aktion, die wir gegen die Industrie, und die Pharmakonzerne fahren. Noch heute Nacht werden wir unser Bekennervideo verbreiten und damit deutlich Akzente setzen. Die Bilder werden in der ganzen Republik bekannt und vielleicht sogar um die ganze Welt gehen. Erneuter Beifall folgte. Stahls Blick fiel unterdessen auf zwei Männer und eine verängstigt aussehende Frau, die von Stevens Leuten gegen den Zaun gedrückt wurden, ganz offensichtliche Mitarbeiter der Pelztierfarm, die sich außerstande sahen, sich zu wehren. Einer der Männer blutete heftig aus der Nase und versuchte immer wieder, sich von den Eindringlingen zu lösen. Ohne Erfolg. Sie stießen ihn immer wieder grob zurück. Stevens' Tross begann, sich in Bewegung zu setzen. Einer nach dem anderen verließ das Gelände. Die Arbeit hier war getan. Hark Stevens selbst verließ die Farm als Letzter. Als er an Stahl und Bessmer vorbeiging, blieb er kurz stehen. Sein Blick blieb auf Stahl haften. Wer sind sie? Kenne ich sie? Stahl schüttelte den Kopf. Er sagte nichts. Später wünschte er sich, wenigstens einige Worte mit diesem Mann gewechselt zu haben, denn schon am nächsten Tag wurde Hark Stevens übel zugerichtete Leiche aus einem Straßengraben geborgen.